Ja, unsere Leitlinie ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Da ist alles festgelegt, was wir in Deutschland eigentlich umsetzen sollten. Eine Sache ist ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderungen auf dem normalen Arbeitsplatz arbeiten können. Ja, das steht da drin. Es gibt ein Recht auf inklusive Arbeit. Und man kann, glaube ich, ziemlich deutlich sagen, dass Werkstätten für behinderte Menschen kein Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes sind. Sie haben als Einrichtung der beruflichen Rehabilitation die Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen, einen Arbeitsplatz zu finden auf dem Regelarbeitsmarkt. So, und ihr wisst es, aber ich wiederhole es nochmal, weit unter 1% von Menschen, also weniger als 1 von 100, schafft es dann tatsächlich aus so einer Werkstatt rauszukommen. Einer steht gerade hinter dieser Kamera und heißt Lukas Krämer, der dürfte vielen von euch bekannt sein. Lukas hat total viele Talente. Lukas hat 5 Jahre in einer Werkstatt verbracht, Schrauben sortiert, war auf einem Außenarbeitsplatz, in einer Pflegeeinrichtung und konnte in all dieser Zeit nicht das machen, was er eigentlich gerne tut, mit ganz viel Herzblut und ganz viel Talent tut, nämlich Filme zu machen für YouTube. Lukas stand irgendwann vor meiner Tür und hat gesagt, Corinna, kannst du mich einstellen? Und ich habe mir überlegt, das ist eine super Sache, das wäre richtig gut, eine echte Win-Win-Situation, ja? Lukas, der für mich die ganze Social-Media-Arbeit machen kann, der mir erklären kann, wie das läuft mit YouTube, wie man Leute erreicht, die ich ansonsten nicht erreichen kann. Und für Lukas war es natürlich eine Chance, ja, das zu tun und das für Geld zu tun, was er gerne macht, nämlich zu filmen. Lukas ist einer von ganz vielen Menschen, von über 300.000 Menschen in diesem Land, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten. Viele von denen suchen nach anderen Perspektiven. Es gibt Instrumente, die man nutzen kann. Das Budget für Arbeit. Es gibt Inklusionsbetriebe. Aber all diese Möglichkeiten sind noch die Ausnahme und sie sind nicht die Regel. Ja? Es muss eine Transformation geben des Werkstattsystems, weil viele Menschen das möchten und weil sie einen Rechtsanspruch haben. Und die zweite Sache, über die wir nachdenken müssen, ist, Wie können wir Menschen, die in Werkstätten arbeiten, besser entlohnen? Es kann doch nicht sein, dass Leute Vollzeit erwerbstätig sind, 35 bis 40 Stunden in der Woche arbeiten und Werkstätten, ja, erzielen Gewinne, ja? Im Jahr ungefähr Umsätze von 8 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Holz, ja. Sie erwirtschaften Gewinne, sie erfüllen Aufträge für zum Teil große Unternehmen, ja. Für die Automobilzulieferindustrie beispielsweise, im Möbelbau und in ganz vielen anderen Bereichen. Diese Leute arbeiten da Vollzeit und verdienen im Monat um die 200 Euro. Man muss wirklich sagen, das ist ein Hungerlohn und wir dürfen es nicht länger zulassen, dass diese Menschen auf Grundsicherung angewiesen sind und so behandelt werden, als wären sie überhaupt nicht erwerbstätig. Das ist demütigend für viele Menschen. Ja, das ist, wenn ich in Werkstätten gehe und mit den Menschen rede und ich tue das sehr häufig, das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, der genannt wird. Ja, zu sagen, wir wollen wie jeder andere Mensch auch für die Arbeit, die wir leisten, entlohnt werden und wir wollen hier nicht abgestellt werden. Wir wissen häufig, wie wir hier reingekommen sind, wir finden aber den Ausgang nicht. All das führt mich dazu, ganz eindeutig zu sagen, auch die Corona-Zeit, ja, in der Werkstattlöhne nochmal gedrückt worden sind, ja, weil die Rücklagen irgendwann nicht mehr ausgereicht haben, wobei wir insgesamt auch mal über die Transparenz der Haushalte in den Werkstätten reden müssen. Aber sei das mal dahingestellt, ja. Was sein muss, dass es in einer Zeit, ja, 12 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, 12 Jahre, nachdem Menschen mit Behinderungen endlich das Recht bekommen haben, in genau der gleichen Weise teilzuhaben an dieser Gesellschaft wie jeder andere auch. Ja, 12 Jahre, nachdem wir das zu konzertieren haben, ist es an der Zeit, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen endlich realisiert werden und dass die Werkstätten sich transformieren. Sie müssen sich bewegen. So kann es nicht weitergehen.